Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Shattered Worlds. Natürlich auch wieder dabei, der Butze. Hallo. Gesundheit, Olli. Entschuldigung. Ja, mach doch was. Und hallo. Ist doch okay. Ich mach das Muten immer zu schnell weg. Zu schnell weg? Ja, ich bin auf Muten, ich huste und dann mach ich sie weg. Da bin ich wohl immer ein Ticken zu schnell. Achso, okay. Ja gut, macht ja nichts. Das lernst du auch noch. Ja. Spätestens wenn du eine Frau hast, dann weißt du, dass man nicht so schnell sein darf. Ne? Ja. Gut, ja. Sojabohnen haben wir angepflanzt. Die Kuh ist immer noch weg. Schade. Ja. Die blöde Kuh. Tja. Ja. Kann man nichts machen, ne? So. Wir brauchen auch noch Kartoffeln für Fritten. Oh, Kartoffeln für Fritten. Kartoffeln brauchen wir noch. Kartoffeln haben wir aber schon, ne? Doch, Paprika nicht, Tomaten waren das gewesen. Ja, Tomaten sind ja schon da. Wir brauchen Paprika. Tomaten sind da. Paprika für was? Long Food oder was? Nee, da waren Tomaten drin. Food Long, so rum. Long Food, genau. Irgendein Obst für ein Smoothie. Ja, du kannst mal gucken, mal verschiedene Obstsorten, denke ich. Der Burger da, der braucht auch einen Smoothie. Ach ja, irgendeinen. Deswegen frage ich ja. Der Deluxe-Burger braucht nur irgendeinen. Das ist egal. Ja, für Smoothie allein ohne Burger hatte ich jetzt Leim rausgesucht, weil das bringt am meisten Hungerkeulen. Ja, aber da musst du doch auch abwechseln, oder? Ja. Ja, klar, aber das bringt dir 5 oder 4 und normalerweise bringen die Smoothies nur 3. Oh, okay. Keine Ahnung, ob Bug oder Feature, aber Leim ist am besten. Ich würde sagen, es ist ein Feature. Ja, würde ich auch sagen. Selbstverständlich, was auch sonst. Wir bescheißen ja nicht. Nee, würden wir nie tun. So, ich mache jetzt gerade noch ein paar Zäune. Ja, obwohl das reicht, das weiß ich nicht. Nimmt am besten eine Frucht, die auf dem Feld wächst. Also ohne da brauchst ohne du ja Baum. Auch, Melone, ja, würde ich sagen. Brauchst du wieder einen Fruit Picker, ne? Melone geht, ja, klar. Das einfachste. Onion braucht man noch. Zwiebeln, ja. Ja. Wofür? Für das Breakfast. Okay. Was? Zwiebeln fürs Breakfast? Ja, da machst du Kartoffeln und Zwiebeln zu Potato Cakes. Kartoffelkekse, Gott. Ah ja, okay, kriegen wir mit Dingens hin. Da brauchen wir auch einen Juice. Mensch, das passt doch alles. Kann man ja auch Melonen nehmen. Ja. Oder du nimmst die Blueberries, oder wie die heißen. Das würde auch gehen, ja. Blaubeeren. Ja, klingt auch lecker. Fürs Frühstück, ja. Was hatten wir noch gehabt? Aber haben wir überhaupt schon? Pizza. Mir fehlt übrigens ein Tor. Bitte was? Ein Türchen für den Türchen? Zaun. Eine Pforte. Ja. Genau, für die Pizza hat man Paprika gebraucht. Wenn man es richtig macht, dann wird vielleicht auch was draus. Gibt's denn dafür Pizza? Kann man die auch pimpen? Normale Pizza? Dann kannst du nochmal. Pizza. Genau, das sind die beste. Oder? Nee, die Supreme dürfte die beste sein. Nee, Meat. Alles braucht echtes Fleisch. Kein Tofu. Ist ja was ganz Neues. Doch, da gibt's auch Tofu. Oh, die braucht aber. Nee, die machen wir nicht. Die braucht zu viele verschiedene Sorten Fleisch. Dann würde ich sagen, die Supreme. Ja. Ja, du hast auch nie so viele Hungerbalken weg. Ich krieg langsam echt Hunger. Also. Das ist komisch, gell? Zwiebeln, Paprika und die Spicy Leaves, die muss ich mal gucken. Könnte man auch das von Apple Milk and Tea nehmen, die Mint Leaves. Die sind ja, aber nee. Nee. Eine Mint-Pizza. Was für eine Pizza? Sowas machen wir nicht. Onions haben wir auch noch gar nicht, glaube ich. Oh. Ich bin enttäuscht, Putze. Ich habe gedacht, der ist schon komplett Temps durchgezüchtet. Ey, er ist kurz, davor. Auch nicht. Er ist kurz davor, das weiß ich. Okay, ja, wir merken uns das. 3 Stück müssen wir frei halten.
Spicy Leaves, aber die liegen alle auf derselben Schiene sozusagen. Ja, mal aufschreiben, was wir alles kochen wollten, sonst habe ich es hier vergessen später. Ja, ich muss mal aufschreiben, was wir. Was ich noch brauche. So, wir hatten die Burger, die guten. Die guten. Wie die gute Butter. Ja, ja, genau. Oh, der gute Burger. Zwiebeln und Spicy. Ah, Burger, Pizza, Breakfast, so Footlong. Irgendeinen Kuchen hatten wir noch gehabt. Den Koppel oder wie hieß der? Was, Koppelkuchen? Wie geht? Peach Koppler, Blackberry Koppler. Ah, ja, genau. Nee, Peach, ja. Aber da brauchen wir die Früchte vom Baum. Ach so, das ist doof, ja. Ja, du kannst die Blackberry Blueberry. Nehmen. Blueberry gibt's, geht auch. Gibt's einen Blueberry Pie? Ja, oder? Genau. Ist Bakeware, Blueberry. Blueberries wollten wir doch überhaupt auch für. Dann noch ein bisschen Zucker. Blueberry. Ja, siehst du, Sugarcane müssten wir dann wahrscheinlich auch noch anpflanzen, ne? Wegen Zucker. Und ja. Vor Papier kann es auch nicht schaden. Ja. Weil wir könnten uns ja auch mal diesen Paperbark setzen, der ist auch ganz nett. Den haben wir schon. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Wo steht denn der? Bei den Bäumen. Wer hat dir zwei Bäume weggemacht? Die habe ich nur umgesetzt. Die habe ich nur umgesetzt, keine Sorge. Ah. Triebsblind. Ja. Ich bin hier eben lang links. Fehlt irgendwas. Die Bäume, die mag ich auch nicht so richtig. Ja. Ich meine, für den Anfang ist es ganz okay. Aber die haben auch so einen Platz weg. Paperbark ist hier. Ah ne, das ist Maple. Das ist Maple. Das aber wir haben einen Paperbark, hab ich auch. Ja, Sepplinge, da gehen wir unter. Die gibt's ja in Massen. Ja, das stimmt, ja. Komm, die Ents, die hier spawnen, das ist ja auch nicht mehr abnormal. Nicht mehr normal, meine ich. Olli, du hast ja alles aufgeschrieben, was für Futter. Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, was ich Burger, anbauen Pizza, muss. Breakfast, Footlong und den Blueberry Pie. Ja. 4, 5, 6. Ja, mehr Rezepte kriege ich auch nicht in das Table rein. Ja, wir waren ja 12. Ach, guck mal hier. So. Wir können noch das Beef Wellington. Dazu Beef Wellington? Spinat und Pilze. Da gab es auch noch einen, irgend so eine Fleischkeule, die ziemlich leicht ging und auch recht viel gebracht hat. Ja gut, wir brauchen ja aber auch noch Zeug, was weniger bringt, ne? Ja, das waren 3 oder 4 Balken. Es gab irgendein Dish with Meat, was total einfach war. Bacon Ham bringt 5. Das war ziemlich einfach gewesen, brauchst nur Fleisch, Zucker und irgendein Obst. Bacon Ham. Bacon. Bei Obst, Bacon, das ist auch ein Problem. Geht nur Apfel oder was war das? Wir können ein Meaty Stew nehmen. Das bringt zwar nicht so viele Hungerkeulen, aber ja. Saturation jede Menge. Oh, Epic Bacon. Kann man nicht craften, schade. Ja, der ist draußen. Chocolate Bacon. Auch nicht schlecht. Waffeln waren auch nicht schlecht gewesen. Ja. Bacon, Sausage Roll. Ja, doch, jetzt kriege ich auch Hunger. Oh, Kaffee. Kaffee darf nicht fehlen. Kaffee. Oh, Kaffee, ja. Ja, Kaffee. Schreibe ich T-E-E, ne? Ja, genau. Kaffee schreibt man T-E-E. Hä? Ja, Gott, jetzt renne ich hier rum wie so ein Bekloppter. Weiß nicht wohin. Irgendwann war total einfach. Zack, zack, zack. So, also hinten das Ding ist mal eingezäunt. Wir brauchen aber noch Crop Sticks, glaube ich, ne? Wir haben noch Crop Sticks, habe ich hier drin. Ich habe 2 Stacks. Also, okay, gut, das reicht dann nächstes Mal, denke ich. Ja. Ansonsten. Wir könnten ja schon mal gucken, wie wir das dann in dein Haus bekommen, Olli, ja?
Wir können ja schon mal anfangen. Wir haben ja doch schon die ein paar Sachen für den Footlong. Ja, siehst du, genau. Dann machen wir mal Autocrafting. Dann brauchen wir so ein paar Pipes, Item Ducts, würde ich sagen, ne? Ja, machen wir das Autocrafting oder? Ich meine, so häufig brauchst du es ja auch nicht. Ich habe jetzt da Workbench hingesetzt von TE. Ja, so häufig brauchst du es ja eh nicht. Ja gut, wir können es ja so machen. Wir ziehen das automatisch von der Farm ab, packen es dann in Drawer und dann packen wir so eine Auto-Workbench vorne dran, wo man dann einfach nur die Rezepte reinpacken muss, die Zutaten reinpacken muss und craftet sich das dann ja, wir können es doch direkt in die Workbench pumpen. Auch noch machen, aber hier fehlt halt ein Doppelboden, weil hier direkt drunter nichts ist. Ja gut, den kann man ja noch reinziehen. Halt wo sind die jetzt? In der Küche. Wir haben uns versteckt. Achso, ja, ich hab's gesehen. Nicht gesehen. Ja, nee, ich dachte halt in so Drawer rein und dann halt so Auto-Workbench und dann holst du dir die Zutaten, packst sie dir rein und dann noch ein Klick, fertig. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Hier, komm, das ist sowieso die Pre-AE-Küche, sage ich mal. Wenn eine AE da ist, dann ist es sowieso dann wieder, kommt der ganze Scheiß weg. Ja, ja, klar, aber da kannst du es trotzdem noch in die Drawer packen. Dann kannst du oben so ein Display machen, was du dir aussuchen kannst. Oh, das klingt auch gut, ja. So eine Speisekarte. Genau. Ja, ja, da würde ich auf der Seite ein Display machen und auf der anderen Seite. Und der Chefkoch empfiehlt heute... Fleisch. Fleisch, ja, genau. Fleisch mit Fleisch. Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Spinat schmeckt am besten, wenn du es vorher durch einen Schnitzel ersetzt. Genau. Oh, meine Tochter ist schon wieder wach. Sowas. Die ist eigentlich um 7:30 ins Bett, jetzt haben wir 9:30 und die ist schon wieder wach. Tja, da war's mit Durchschlafen, ne? Nee. Ja, die ist jetzt 8 Monate, ich glaube, die hat bisher das längste, was sie am Stück geschlafen hat, waren 6 Stunden. Ja, Mensch, was für ein Luxus. Footlong, soll ich schon mal, ich gehe schon mal gießen, dann können wir schon mal vorbereiten. Ey, du kommst nicht dahin, du kommst dahin. Dann könnt ihr schon mal die Rezepte... Ja. Ah, nee, der ich würde dann sagen, von links nach rechts Kleinkram bis rechts fertiges Kram. Ja. Bitte was? Ich verstehe. An der Workbench fangen wir links an mit dem Kleinkram, also die Zutaten. Nach rechts rüber, so, da mit dem fertigen Kram. So, genau. Du? Ah, okay, ja. Hopper. Nee, Hopper ist Hopper nicht. Nee. Vakuum-Hopper meine ich. Hier bei den Feldern. Zonen für die Felder? Ja. Dann bräuchte man im Prinzip nur 1-2 Golems, die harvesten und der Rest wird dann eingesaugt. Ja. Gut. Kannst du bauen. Vakuum. Dann habe ich übrigens auch mal was zu tun. Hopper sind noch 2 in der Transportbalkiste oder wie die auch immer heißt. Habe ich eben reingeschmissen. Also normale Hopper. Dann brauchst du die schon nicht bauen. Ja, wenn ich die Kiste aufkriege. Mhm. Da ist sie. Ah, guck mal, ja. Zwei Hopper. Genau. Wunderbar. Was für eine Reichweite haben die eigentlich? Radius 3? Kann das sein? Glaub, 7x7? Ich glaube ein 5x5 Radius. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sag mal, wir haben doch irgendwo noch Blaze Rods, oder? Blaze Powder, meine ich. Sicherheit. Beim 7 kommt das doch mit. Ja, genau. Spätestens ja, komm, da. Hier. Spätestens da. So, warte mal, ich brauche jetzt noch 2 Enderperlen, noch ein bisschen Obsidian. Enderperlen, 1, 2. Kein Pot mehr. Also, wir haben jetzt Helga da, wir haben Peter da, wir haben Jessica da. Ja, wir brauchen ja noch so ein richtiges Lasso, damit die nicht despawnt. Ja, genau. Die blöde Kuh. Frechheiten. Ja, zweimal schon. Ja. So. Aber wir haben doch hier den Modpack-Ersteller, der könnte uns da einfach mal so ein bisschen helfen. Eine Option zum Cheaten hat er nicht eingebaut. Ich kann die Anzahl pro Dimension steuern, also ich kann bei uns hochdrehen. Nee, es wäre ja unfair den anderen gegenüber. Bescheißen geht immer. Wie ist denn das dann eigentlich, wenn du Kühe züchtest und sowas?
Ja, wie gesagt, mehr als 5 geht nicht. Wenn also irgendwo 5 in der Dimension rumschwirren und du willst auch einen züchten, dann kommt nichts raus. Ah ja, super. Jetzt aber wenigstens eine Dingsfarm, ne? Ja. Eine XP-Farm. So, jetzt schauen wir doch mal, wie der... Ja, genau. Irgendwo Clay rumfliegen? So, und von hier aus... Ah, geht's in den schon rein. Ja, ich glaube, die sind aber nur... Wenn er will. Ja, 3. Aber reicht. Ja. Gut, das Feld hier hinten ist dann nicht, aber dann machen wir das einfach wieder weg. Ja, ich glaube, da haben wir genug Platz. Ja. Ein Clay mehr. Ich meine, das hier können wir auch wieder wegmachen. Das wird auch nicht eingesaugt. Dann haben wir 6 Stück, aber das sollte doch auch reichen, oder? Ja. Warte mal, also der deckt ja quasi 4 Felder ab, wenn wir den in die Mitte legen. Au, Entschuldigung. Mensch, bist du was? Es tut mir leid, du bist da vorbeigelaufen, vorbeigeglitscht. Aber 6 Felder sollten doch eigentlich reichen, oder? Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt noch 6 Pflanzen, die ich umbringen muss. Das sind 2 Felder. Dann machen wir die 2 hier wieder weg. Ja. Bis da hinten. Passt das. Oder wir bauen hier einfach was an und müssen das per Hand ernten. Ja gut, da könnten wir ja zum Beispiel Sugarcane oder sowas machen. Ja, oder wir setzen einfach noch ein paar. Oh, können wir auch machen. Wobei bei den Vakuumhoppern, soweit ich das noch in Erinnerung habe, musst du aufpassen, weil wenn die sich überschneiden, dann gibt's Probleme. Ja, müssen wir mal gucken. Schaffen wir schon irgendwie. Ja. Zur Not machen wir nur 6. Das war jetzt halt bloß so eine Überlegung, damit wir uns ein paar Golems einsparen. So, jetzt haben wir deswegen das hier mal so ein bisschen ausgefackelt. Olli, ich schmeiß die Sachen in das letzte. In die letzte Workbench. Okay. Kannst du schon eine Footlong machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll ich da schon mal einen Harvest Golem hinsetzen? Ja, wir kannst du machen. Ja auch, wir könnten das ja auch so machen, dass wir hier das einfach noch ein bisschen terraformatieren. Hier so ein bisschen. Format 10. Damit wir hier eben noch 4x4 Feld hinbekommen. Aber also brauchen wir so viele Felder? Dinge. Ich hätte einfach 2 weggemacht und gut ist. Viel brauchen wir noch nie im Leben, wenn das Golem die ganze Zeit auch noch. Dann haben wir 2. Schaffen es. Gut, ich kenne die Reichweite von dem Golem nicht. Wollen wir sehen. Wenn du das dann hier in die Mitte setzt, kommt das bis hier hinten? Ich setze jetzt mal, ja, hier hin. Lauf! Lauf, kleiner Mann! Hast du dem schon ein Upgrade gegeben? Der hat ein Speed-Upgrade drin. Ah, ein Speed-Upgrade. Ja, bis hier hinten kommen wir nicht. Siehst du das hier? 1, 2, 3, 4. Also wenn er jetzt wirklich tatsächlich nur eine 4er Reichweite hat. Jetzt sonst... Ja gut, ist auch nur ein Holzgolem, ne? Jo. Sonst lass uns an jeden Hopper einen setzen und dann machen wir 6 Felder und gut ist. Okay, dann muss ich noch einen Harvest Core bauen. Was für ein Harvest Core? Von Golem. Harvest Core, ah okay. Das ist hier irgendwo eine stinknormale Workbench. So was hast du nicht in der Hütte hier. ich habe leider auch kein Holz mehr bei. Ja, Holz habe ich, aber... Bauen da mal. Ja gut, dann mache ich mal noch so ein paar Item Ducts, ne? So viel Durchsatz dürfte es eigentlich nicht geben, oder? Nee. Nicht. Ich baue 2 Kisten. Er überlegt noch. Geh mal weg. Letzten. Das war auch wieder gut. Ach so. Geh weg. Du bist Alu, du bist Flinte. LED und Shiny Silver. Da 10, oder? Nee, Bronze. Hier ist 10. Halt noch eins, danke.
Das war falsch. Da. Klickst du jetzt auch, Olli, oder mach ich? Nee, ich mach nichts. Ich guck nur. Ich warte, ob du es fertig bist, dann setz ich den Golem wieder. So. Reichen 32? Good. Ich glaube nicht, ne? Da brauche ich schon einen Stack. Das darfst du wieder setzen. Ja, ich hab dir gar nicht zugehört. Ja, macht nichts. Das bin ich von zu Hause gewohnt. Na dann. So, ich habe jetzt mal 50 Item Ducks gemacht. Sollte jetzt erstmal reichen. Was war das? Gute Frage. Ach so. Es kann sein, dass das so ein Geo nach oder wie die heißen, diese Steinmonster, die brauchen immer, wenn ich den Garden Soil abbaue. Oh. Wenn hier passiert. Ja, das. Ja gut, du wolltest eh das eine Feld abreißen, gell? Ja, da war ich auch gerade bei, da hat mir dann so, hilfreich unter die Arme gegriffen. Ja, ich glaube, die sind schlimmer als Creeper, oder? Kann das sein? Ein Creeper macht, glaube ich, keinen Blockschaden. Aber glaube ich, abgeschaltet. Also sind sie schlimmer. Garden Soil ist hier im Vakuum, aber falls du den suchst. Achso, nee, ich brauche den nicht. Wo gehen wir jetzt lang? Ich würde sagen hier. Und dann nach hier. Und dann zur Hütte irgendwie. Ja, genau. Muss Olli sagen, wo er den Zugang haben will. Ja. Es gibt Olli hier schon einen Keller. Du hast eben gesagt, du hast unten drunter nichts gemacht. Doch, hier an dem anderen Ende Richtung Garten. Da ist ja noch Teil was. Teil des Hauses ist untermauert. Genau. Aber der Turm, der ist nicht untermauert. Gott, da hat er schon. Hat jemand von euch Dreck? Ja. Ich hab ein bisschen was. Auch noch 8 Stück. Wissen? Ja, warte mal, ich pack's hier in den Hopper. Der würde es eh aufsaugen. Weil irgendwie geschlängelt laufen. Ah, das wird 1A. Na. Hallo? Nein. So. Und du gibst es dann nach... Das ist falsch. Nee, nicht nach oben. Oh Mann, ey. Gibt er das direkt in die... Total verdreht. Kampf, weißt du das? Normal. Oder musst du noch einen Sauger dran machen? Einen Verteiler. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja gut, ich habe noch eine Retriever-Node. Soll ich dich anfeuern oder schaffst du das irgendwann noch? Ich weiß es noch nicht. Oh Mann, ey. Hallo, Leg. So, du bist... Ja, dann muss es dahin. Geht nicht. Yeah, aber der verbindet geschafft. Nicht. Da muss doch eine Kiste zwischen. Nee. Hier hat er verbunden. Das ist bestimmt nur ein Anzeigefehler. Ach so. Ja gut, dann machen wir einfach mal was. So. Besser? Wunderschön, wenn das jetzt auch noch da reingeht. Gell? Ja, das wäre dann top. Kann halt sein, dass du da noch eine. So ein rotes Ding dran machen musst. Ja, gut, ich habe wie gesagt einen Retriever. So, Olli, wo geht's hier rein? Achso, da hinten. Ja, das muss man ein bisschen zickzack machen. Wie ein bisschen zickzack? Achso, ja, gut. Das rein. Moin, die Fräse. Oh, wir haben Poisonous Potato. Die müssen wir natürlich. Ihr macht das wunderschön. Okay. Wie gelernt. Diese Kabelführung. Es ist. Profi-Sieben. So, und dann jetzt hier genau. Rein, oder was? Wow. Hallo, Keller. Da muss man schauen. Wo geht's denn hier runter? Ach, da. Ja, noch gar nicht. Also, Entschuldigung. Die Putze wird heute bloß bauen, ne? Kann das sein? Ich geh ja schon. Ich geh mir was zu essen holen. Soll ich einem was mitbringen? Ich bin noch versorgt, danke. Nee, ich hab noch, danke.
Wow. Das war ein bisschen strange. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, jetzt komme ich bestimmt nicht mehr raus. Ah doch, ich komme noch raus. So, dann probieren wir das mal mit dem Ding. Ach übrigens, ich meinte eben Servo. Mit den roten Dingern. Ja, ja, ich weiß. Ich nicht mehr. Ja, wird abgeholt mit einem Retriever. Das ist sehr übrigens, unter deinem Haus ist ein Bliss. Nur so als Info. Oh, lass ihn doch. Ah, du hast einen. Ja, sehr schön. Dann brauchen wir ja kein Output-Dingens. Olli, hast du noch ein bisschen. Massig. Mehr? Ich hab gefragt, ein bisschen. Kriegst den ganzen Dreck. Wie kommt man eigentlich in deinen Keller? Regulär noch gar nicht. Ach so. Ich wollte eigentlich erst die Küche hier in die Ecke bauen, aber das war dann doch ein bisschen zu klein. Und den Keller habe ich gelassen, falls man noch braucht. Aber hier ist noch nichts angekommen in der Kiste. Aber der hat's schon aus dem Hopper rausgezogen, das dauert nur ein bisschen. Ach, ist der Salamarschig. Ja, ja. Also die Item Ducts, die normalen, die sind sehr lahm. Ich meine, wir könnten ja auch Item Conduits jetzt nehmen. Da würde ich eh schnell auf dem Tesseract umsteigen. Schnellstmöglich. Was? Für die paar Meter? Es gibt doch die Item. Guck doch mal, wie scheiße verschachtelt das hier. Ach, jetzt wird. Ist doch unter der Erde, Mensch. Ja, okay. Also, dekadent ja, logisch. Schon, ne? Es gibt auch die schnellen Item Ducks. Ja, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon alles Impuls, haben. Impuls, Item Duct. Oder gibt es noch schnell? Dense Impuls? Also die Vakuum-Hoppers sind beide leer. Wir können halt die Warp Item Duct nehmen. Ja, ich glaube, die brauchen wieder Strom. Echt? Mit Strom ist es instant, ohne Strom, ja, normal halt. Dann nehmen wir die mit. Die Impuls. Die brauchen aber wirklich verdammt lange, bis sie da ankommen. Impuls. Ah. Ach, die kriegen wir gebaut. Ja gut, dann reiße ich wieder auf, dann können wir nämlich die Pipes gleich wieder tauschen. Oh, ja, nee, so schnell kriegen wir die auch nicht. Nee, wir brauchen einen Filter. Ja, ein kleines. Nee, ich bin wieder da. Ein Fluid Transposer brauchen wir. Okay, schade. Ja, okay. Ja, es ist angekommen. Hat ja nur 50 Jahre gedauert. Ja gut. Das soll uns ja egal sein. Aber ich meine hier, das. Ja, im Prinzip. Reicht das. Der Servo ist ja auch noch nicht der beste. Der Retriever. Ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, mit den Item Ducts, die glaube ich können nur so. Die können sowieso nur 4 Items pro Tick. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher. Die schnellsten. Hm. Aber sollte ausreichen. So, ich gehe mal pennen. Kann ich hier pennen? Kann ich nicht. You wanna sleep on that? Darfst du nicht. Der Olli weg? Ja, hier. Auf dem Rasen darfst du. Der Olli musste mal kurz weg, ja, weil sein Kleiner gesagt hat, nee. Kann ich verstehen. Putz ist wieder so nett. Muss man. Ich sollte vielleicht nebenbei einfach nicht Opus laufen lassen, dann passiert sowas auch nicht. Ja, warum machst du denn das? Um so einen leichten Überblick zu haben, was hier so läuft. Olli, der Control-Freak. Ja. Ja, mit Item-Conduits jetzt könnte man es ein bisschen schneller machen, aber. Ja, ich glaube, das ist an der Stelle ziemlich egal. Ja, das ist unser Engpunkt. Das ist die Schwachstelle, glaube ich. Die Pipes? Ne, so generell von unseren gesamten Gebäuden und so.
Nee, ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Der Itemtransport vom Feld in die Küche. Das wird unsere Schwachstelle. Ach so, okay, ja. Wir werden verhungern. Ja. Naja, gut, aber das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen. In der nächsten Folge werden wir dann verhungern. Mit Ankündigung. Ja, genau. Mit Ankündigung, ja. Gut, aber 30 Minuten sind schon wieder um. Die Zeit rennt hier und wir haben immer noch keine Kugel. Ja, doch, ja? Zwei. Ja, gut, die, also, die bleibt. Ja. Diese nicht, die Helga, die bleibt. Ja, die Helga. Und jetzt brauchen wir noch. Wie haben wir die andere genannt? Ich weiß gar nicht. Du hast, glaube ich, noch das Name-Tag, oder? Ich habe das irgendwo reingepackt. Ich finde es nicht mehr. Nun denn. Ja, gut, der. Ja, macht nichts. Das finden wir dann in der nächsten Folge. Ah, Jack. Das finden wir Jack dann war's. In der nächsten Folge. Oh, nee, Jack. Ich will es, glaube ich, nach Olaf umbenennen. Olaf. Olaf Schubert. Nee, am besten. Doppelnamen, da haben wir kein Geld für. Es ist so. Okay, gut. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen, hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und würden dann einfach so damit verbleiben. Gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann. Ciao. Tschüssi.